Für mich persönlich bedeutet Innovation, dass man etwas Neues macht. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig darin, es muss auch irgendwo einen Nutzen stiften. Mein Name ist Sebastian Baumbach. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der InnoCow GmbH. Die Idee zu InnoCow ist an Gesprächen mit einem Kommilitonen in der Universität passiert. Das Problem war, dass seine Eltern, die eine Milchviehherde haben, Probleme hatten im Management dieser Herde. Ich hatte mich in meiner Promotion in einem Projekt am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gerade mit dem Tracking von Bussen in Kaiserslautern beschäftigt. Und dachte ich mir, okay, wenn ich Busse in der Stadt tracken kann, dann kann ich auch Kühe im Kuhstall tracken. Dass sich das im Nachhinein alles viel länger entpuppt hat, das war mir am Anfang, ich bin offen, nicht bewusst. Natürlich war die Finanzierung auch ein neues Thema für mich. Ganz am Anfang war es natürlich die Situation für mich, dass ich am Forschungsinstitut ein Promotionsstipendium hatte, sodass ich hier Grundstein erstmal alleine legen konnte. Mit einem Team, was natürlich auch von irgendwas leben will, haben wir uns dann das Access-Gründerstipendium gewandt. Und am Ende des Tages sind wir einen schönen Weg gegangen, die alle miteinander vereinigt, sodass wir da die unterschiedlichen Finanzierungsquellen in der Summe nutzen. Heutzutage leben wir in einer Informationsflut, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden. So ist es auch beim Landwirt. Wir sehen den Schlüssel darin, diese Daten zu analysieren, zu nutzen und eben Entscheidungen auf Basis dieser Daten an die Hand zu geben. Weil nur wenn er einen Nutzen davon hat, bringt ihm die Innovation etwas und nur dann ist es wirklich eine Innovation.